Nordirland. In Frieden leben? Billy Begleys Sohn Thomas ist als IRA-Aktivist gestorben. In Londonderry wollen Jugendliche die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Von der Wirtschaft hängt ab, ob das gelingt. Nach den Bombenattentaten der irisch-republikanischen Armee IRA sind die Hoffnungen auf einen stabilen Frieden in Nordirland wieder geringer geworden. Meine Damen und Herren, guten Abend. 1920 wurde Irland nach einer Volksabstimmung aufgeteilt in die katholische Republik Irland und die weiterhin zu Großbritannien gehörende, mehrheitlich protestantische Provinz Nordirland. Seither und insbesondere seit der Eskalation der Gewalt in den 70er und 80er Jahren hat es auf der Insel keinen wirklichen Frieden mehr gegeben. Ardoyne, am nördlichen Stadtrand von Belfast, ist eines der rein katholischen Arbeiterviertel der Stadt, eine Hochburg der Republikaner. Wer hier lebt, hat wenig Chancen auf eine gute Schulbildung, schlechte Aussicht auf einen Arbeitsplatz, wenig Kontakt zur Außenwelt. Wer hier lebt, träumt von der Vereinigung mit der katholischen Republik im Süden. Wandmalereien beschwören die eigene irische Tradition und Kultur. Solange Nordirland eine Provinz Großbritanniens bleibt, glauben die Katholiken hier, bleiben sie als Minderheit Bürger zweiter Klasse. Nirgends ging es während der Unruhen, den Troubles, wie man hier sagt, gewalttätiger zu als in Ardoyne. 600 Menschen haben hier ihr Leben verloren. Patrouillierende britische Soldaten, unbeteiligte katholische Zivilpersonen, Aktivisten der irisch-republikanischen Armee, IRA. Billy Begley ist der Vater des IRA-Bombenlegers Thomas Begley. 23 Jahre alt war Thomas Begley, als er im Juli 1993 ohne das Wissen seiner Eltern der IRA beitrat. Drei Monate später war er tot. In Ardoyne ist Thomas Begley ein Märtyrer. Die Wohnung seiner Eltern ist voll von Geschenken, die sein Andenken ehren. Die meisten hergestellt von ehemaligen Freunden, die heute im Gefängnis sitzen. Im Bürgerkrieg aufgewachsen, keinen Schulabschluss, keine Arbeit, kam Thomas Begley zur Überzeugung, dass Katholiken keine Chance hätten, dass ihnen nur die Gewalt bleibe. Am 23. Oktober 1993 deponierte Thomas Begley in einem Laden an der protestantischen Shankill Road eine Bombe. Die Bombe hätte Stunden später das Hauptquartier der protestantischen Paramilitärs im ersten Stock des Hauses in die Luft sprengen sollen. Aber sie explodierte frühzeitig. Thomas Begley starb und riss 9 Menschen, die sich gerade im Laden aufhielten, in den Tod. Es war wie ein Albtraum. Wir konnten es fast nicht glauben. Thomas wollte nicht, dass unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Es tut uns so leid, dass das passierte. Ich würde mich gern bei den Angehörigen entschuldigen, aber sie würden meine Entschuldigung nicht annehmen. Sie halten uns für genauso schuldig wie Thomas. Sie würden sagen, es war ihr Sohn, obwohl wir von allem nichts wussten. Er ist halt in all dem aufgewachsen. Und so kam er wohl automatisch zum Schluss, dass er seine Leute beschützen müsse. In der Zeit, bevor es passierte, kamen die Protestanten jede Nacht in unser Gebiet und brachten unschuldige Menschen um. Es reichte, ein Katholik zu sein, auch wenn man keiner Organisation angehörte. So.
Gleich hinter der katholischen Kirche von Ardoyne liegt das protestantische Schenkel-Quartier, in das Thomas Begley die Bombe trug. Dazwischen zugemauerte Verbindungsstraßen, verlassene Häuser und eine meterhohe Mauer. Peace Wall wird sie hier genannt. Friedensmauer, weil sie die verfeindeten Bevölkerungsgruppen vor gegenseitigen Angriffen schützen sollte. Schenkel, das protestantische Arbeiterquartier in Belfast, ist die Hochburg der protestantischen Unionisten. Die Menschen hier verstehen sich nicht als Iren, sondern pflegen ihre britische Identität. Um jeden Preis wollen sie verhindern, dass sich Nordirland mit der katholischen Republik im Süden zusammenschließt. Charlie Butler ist an der Schenkel Road aufgewachsen, hat den Hass und die Gewalt erlebt und immer abgelehnt. Seine Familie versucht er aus allem rauszuhalten. Heute besucht er regelmäßig die Schenkel Stress Group, in der Menschen zusammenkommen, die an Depressionen leiden. Die IRA-Bombe, die Thomas Begley im Laden an der Schenkel Road deponierte, tötete 3 Mitglieder seiner Familie. Weil IRA-Bomben in London jetzt wieder unbeteiligte Menschen töteten, hat er einen Brief von einer unbekannten Katholikin bekommen. Sie schreibt, dass sie noch immer an ihn und das Drama in seiner Familie denkt. Charlie Butler verlor durch die Schenkelbombe seine Nichte Evelyn Baird, deren Mann Michael Baird und deren 9-jährige Tochter Michelle. Das ganze Quartier begleitete die Familie Butler beim Trauerzug nach der Beerdigung. Wir dachten nie an Rache. Als Evelyn, Michael und Michelle starben, hinterließen sie 2 weitere Kinder. Darren, damals 9, und Lauren, damals 8 Wochen alt. Wir dachten vor allem an sie. Wir fragten uns, was mit ihnen passieren würde, wie wir sie aufziehen und vor allem, wie wir ihnen das alles erklären sollten. What do I tell them when they grow up? What we can say now is. Das Einzige, was wir ihnen sagen können, ist, dass so etwas passiert, wenn Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht miteinander reden. This is what happens when people. So etwas passiert, wenn Menschen in Hass aufwachsen, im Hass auf andere Gemeinschaften. Wir müssen das ändern. Es wäre so einfach, es besser zu machen. Aber es ist auch so einfach, zu hassen. It's so easy to be bitter. It's so easy to hate. Als Rache für die 9 Opfer der Schenkelbombe brachten protestantische Paramilitärs aus dem Quartier in der darauffolgenden Woche wahllos 14 katholische Frauen und Männer um. Eine Spirale der Gewalt, die durch den Waffenstillstand vom August 1994 zum ersten Mal nach 25 Jahren unterbrochen wurde. Im Zentrum von Belfast, nur 10 Minuten von den militanten Arbeiterquartieren entfernt, hat sich in den 17 Monaten des Waffenstillstandes eine neue Geschäftigkeit entwickelt und die Hoffnung auf einen konstruktiven Friedensprozess. Der Schock über das Ende des Waffenstillstandes ist groß. Women Together, eine Organisation, in der sich Protestantinnen und Katholikinnen zusammengeschlossen haben, um die Gräben zu überwinden, hat zu einer Friedensdemonstration aufgerufen. Eine Mehrheit der nordirischen Bevölkerung will endlich in Frieden leben. Ich rufe alle auf, in die Augen der eigenen Kinder zu schauen und zu sagen, ich werde alles tun, um eine neue Gesellschaft aufzubauen, in der wir uns trauen, unsere verschiedenen Kulturen gegenseitig respektieren und für alle die gleichen Chancen schaffen.
Nur 17 Monate hat er gedauert, der Waffenstillstand. Zu kurz, um die alten Wunden zu heilen, zu kurz, um das alte Misstrauen zwischen Protestanten und Katholiken in den Arbeitervierteln Belfasts zu überwinden. Bevor wir diese Mauern runterholen können, müssen die Mauern in den Köpfen der Menschen weg, die durch all den Terror der letzten Jahre geprägt sind. Zwischen Protestanten und Katholiken besteht noch immer eine große Barriere. Das müssen wir zuerst ändern, bevor wir diese Mauern runterholen können. Die Enttäuschung, dass es die Politiker während den 17 Monaten des Waffenstillstandes nicht geschafft haben, sich an einen Tisch zu setzen, ist bei den Begleys wie überall in Ardoyn groß. Billy und Sadie Begleys Familie besteht heute aus einer Tochter, drei Söhnen und 15 Enkelkindern. Niemand in der Familie hat Arbeit. Die Wohnverhältnisse sind eng. Wie soll die Zukunft der Kinder aussehen? Ich möchte, dass sie als irische Nationalisten aufwachsen. Sie sind Iren, keine Briten. Ich hoffe, dass sie dafür nicht all das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe. Dass sie nicht um einen Bruder trauern müssen. Maybe Leona lost Jared or Jared lost Leona, you know. But at the end of the day, aber wenn keine Gespräche stattfinden, wird es wieder zur Gewalt kommen. Da haben wir einfachen Leute gar keinen Einfluss. Es liegt alles bei den Politikern. Sie müssen miteinander reden. Sie müssen damit anfangen, damit die Leute lernen, sich gegenseitig zu akzeptieren. In der nordirischen Kleinstadt Londonderry haben die Einwohner erste Schritte in Richtung Verständigung eingeleitet. Als Bürgermeister zum Beispiel wechseln sich protestantische und katholische Politiker im jährlichen Turnus ab. Und die Jugendlichen haben sich ein Zentrum geschaffen, das allen ohne konfessionelle Schranken offen steht. Ich gehe nicht zur Kirche. Ich glaube nicht an organisierte Religionen. Ich bin ein Außerirdischer. Meine ehemalige Freundin ist Protestantin. Ich habe keine Vorurteile gegen niemanden. Politik und Religion interessieren mich nicht. Ich bin zwar katholisch und gehe zur Messe, aber die katholisch-protestantische Konfrontation interessiert mich nicht. Die meisten meiner besten Freunde sind Protestanten. Offenheit und Toleranz sind im Nerve Center eine Selbstverständlichkeit. Man ist der Troubles überdrüssig und will hin zum Peace, zum Frieden, weg vom War, vom Krieg. Die meisten Jugendlichen kennen diese Bilder vom 30. Januar 1972 nur vom Hörensagen. Trotzdem hat sie dieser fatale historische Augenblick eine Jugend in Frieden beraubt. Der Bloody Sunday, der blutige Sonntag von Londonderry, war die Initialzündung zur Eskalation des Bürgerkriegs. An der unbewilligten Bürgerrechtsdemonstration wurden damals 14 katholische Zivilisten von Soldaten der britischen Armee erschossen. Viele Opfer waren Jugendliche, darunter ein Junge, der vor den Schüssen davonrannte, gleich neben Father Daly. He was a young boy, I would say about 15, thereabouts. He didn't have a weapon. No, he had nothing. He was just a young boy about 15. He was running. I was running too.
Den Bloody Sunday hat man in Londonderry nicht vergessen. Jedes Jahr beteiligen sich 1000 am Gedächtnismarsch. Allparteiengespräche sofort. Das wird hier im Januar, noch zur Zeit des Waffenstillstands, vehement gefordert. Viele sind Anhänger von Sinn Féin, dem politischen Arm der IRA. Noch hofft die Parteibasis auf die endgültige Beendigung des Konfliktes, auf die Zulassung ihrer Parteioberen Gerry Adams und Martin McGuinness an dem runden Tisch. Mit dabei sind aber auch Anhänger der katholischen SDLP, der Sozialdemokraten. Sie sind heute in Londonderry die stärkste Partei. Die Protestanten wohnen immer noch hauptsächlich rechts vom Fluss Foyle. Die katholische Mehrheit, rund 80% der Bevölkerung, drüben auf der Seite des Stadtzentrums. Die Innenstadt war in den 70er Jahren zu einem Drittel zerstört. Heute ist Londonderry wieder eine schmucke Kleinstadt mit rund 80.000 Einwohnern, in der Katholiken und Protestanten zumeist nebeneinander herleben. Neuerdings sogar in konfessionell durchmischten Wohnquartieren. Als Second Class Citizens, als Bürger zweiter Klasse, empfinden sich aber noch viele Bewohner im katholischen Arbeiterquartier Craigan. 35% sind hier seit über 5 Jahren arbeitslos. Im protestantischen Arbeiterviertel Fountain ist die Situation ähnlich. Die große Arbeitslosigkeit lastet schwer über Londonderry. Hier will das Nerve Center für Jugendliche Abhilfe schaffen. Ich war etwa 6 Jahre arbeitslos, bevor dieses Projekt startete. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, das ist ziemlich normal für junge Leute, die in Derry bleiben und nicht emigrieren. Viele aus meiner Altersgruppe leben heute nicht mehr hier. Viele würden gerne wieder heimkommen. Wir machen dieses Projekt vor allem deshalb, damit die Leute hier in Derry bleiben, statt in Europa oder Amerika herumzuwandern, um einen Job zu suchen. Martin Milaki und 2 andere jugendliche Arbeitslose haben das Nerve Center vor 6 Jahren auf die Beine gestellt. Inzwischen ist es zu einer wichtigen Institution in der Stadt geworden. Heute erhält es Subventionen von verschiedenster Seite, zum Beispiel von der EU. So konnte man auch diesen Computerraum finanzieren und Ausbildungskurse für zukünftige Multimedia-Spezialisten anbieten. Von Anfang an waren Übungsräume für junge Musiker eines der wichtigsten Anliegen. Jeden Montag herrscht beim Einschreiben großer Andrang. Denn das Nerve Center ist nach wie vor der einzige Ort in Londonderry, in dem die hier sonst üblichen Einschränkungen nicht gelten. Es gibt keine Restriktionen. Jeder kann kommen, egal wer er ist, von welcher Konfession auch immer. Was hier entsteht, ist eine komplett andere Welt. In der Welt, in der wir aufgewachsen sind, ist die Spaltung sehr groß, wird alles von den Kirchen und den politischen Parteien bestimmt. Man muss den jungen Menschen vertrauen, ihren Ideen folgen, weil sie an eine andere Zukunft denken. Dann tut sich eine komplett andere Welt auf. Dieser Ausbildungskurs für Videofachleute hat mitten im Waffenstillstand begonnen. Nicht alle finden, dass der Waffenstillstand das Leben wirklich verändert hat. Ich wurde in die Troubles hineingeboren. Als es aufhörte, war es einfacher, etwas entspannter. Aber es brachte keine große Veränderung für mein Leben. Die ganze Atmosphäre war viel relaxter. Es war viel besser. Alle waren so happy. Es machte keinen großen Unterschied, weil ja nichts gelöst war. Wir hatten immer noch die IRA. Wir hatten immer noch die protestantischen Paramilitärs. Das Leben blieb dasselbe. Für die Leute hatte sich nichts Wesentliches geändert. Ja.
Die jungen Leute im Nerve Center haben gelernt, in einer unsicheren Situation zu leben, sich mit ihr zu arrangieren. Und so gehen die Schüler des Videokurses hinaus, machen Bilder ihrer geliebt gehassten Stadt und hoffen, dank der 10-monatigen Ausbildung einen Job zu finden oder Aufträge des Nerve Center betreuen zu können. Seit kurzem produzieren neue und ehemalige Schüler im Nerve Center kleine Auftragsfilme, zum Beispiel für die Stadtverwaltung. Das bringt konkrete Übungsmöglichkeiten und etwas Geld. Besonders erfolgreich ist in dieser Hinsicht die Animationsabteilung. Hier wurden die ersten Steinchen auf dem Weg zu einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit gelegt. Letztes Jahr haben wir dank unserer eigenen Ideen 200.000 Pfund eingenommen. Rund 80% kommen aber nach wie vor von Subventionen. Cú Chulainn, so heißt ein keltischer Kriegsheld, der sowohl von katholischer wie von protestantischer Seite verehrt wird. Das Nerve Center hat eine TV-Serie produziert, die von der BBC gekauft und ausgestrahlt wurde. Breathe and fire! Groß ist die Nachfrage für die Ausbildung zum Soundingenieur und zum Musikmanager. Musik ist für die Jugendlichen in Londonderry ganz speziell ein Ausdruck von Lebensfreude, von Hoffnung auf ein anderes Leben. Auch wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass bald ein stabiler, dauerhafter Frieden kommt. Schwierig zu sagen. So wie es läuft, eher nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist noch zu früh. Es ist eine sehr komplizierte Situation. So wie es jetzt läuft, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es gut rauskommt. Die politische Zukunft Nordirlands hängt nicht zuletzt auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Heute ist die Arbeitslosigkeit fast doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Dies trotz riesiger Subventionen durch die britische Regierung. Mehr als ein Drittel der Gelder für öffentliche Ausgaben kommt aus London. Und die britische Unterstützung der nordirischen Wirtschaft ist pro Kopf fast fünfmal so hoch wie in England selber. Eine gewisse Hoffnung bringen ausländische Firmen, die trotz politischer Instabilität in Nordirland investieren. Die deutsche Firma Arz produziert seit 25 Jahren in Londonderry. Seit 23 Jahren leitet Werner Scheel den Betrieb. Er ist mit einer Nordirin verheiratet, hat drei Kinder und ist Chef von 285 Mitarbeitern. Arz produziert Keilriemen jeglicher Art, für Autos zum Beispiel, aber auch für Landwirtschafts- und Waschmaschinen. Insgesamt 800.000 Stück im Monat. Arns kam wegen der Investitionsbedingungen hierher. Anfänglich wurden uns Unterstützungen gegeben, die um 50% des Investitionsbetrages ausmachten. Und darüber hinaus gab es noch Unterstützungsprämien für die Anzahl der tatsächlich beschäftigten Mitarbeiter. Trainingsbeihilfen, die sich sogar erstrecken auf die Entsendung von Mitarbeitern nach Deutschland und verschiedene andere Unterstützungen in Form von Mietbeihilfen. Das heißt, wir haben jahrelang recht symbolische Beträge an Gebäudemiete nur zahlen brauchen. Darüber hinaus, weil wir ein Fabrikationsbetrieb waren, brauchten wir keine Grundabgaben zum Beispiel oder Gewerbesteuer zu zahlen. Und viele dieser Vergünstigungen gibt es auch heute noch. Und das macht Nordirland als Industriestandort natürlich weiterhin interessant. Erstaunlicherweise haben sich die Troubles nicht negativ auf die Produktion und den Betrieb ausgewirkt. Selbst in den Jahren der schlimmsten Unruhen war die betriebliche Aktivität nie beeinträchtigt worden von dem, was außerhalb der Firma geschah. Wir haben eine gemischt konfessionelle Belegschaft hier und haben immer großen Wert darauf gelegt, als Arbeitgeber nicht hineingezogen zu werden in irgendwelche politischen Auseinandersetzungen.
Die Gewerkschaft selbst und alle Gewerkschaften im Lande haben immer großen Wert darauf gelegt und das auch durchgesetzt, dass keine Zwistigkeiten entstanden zwischen Mitarbeitern, ihren eigenen Mitgliedern, die verschiedenen Religionsgruppen zugehörten. Und das bedeutete, dass wir industriellen Frieden hatten. Am 30. November war ein großer Tag in Londonderry. Bill Clinton brachte Hoffnung auf baldigen Frieden. Is within your reach. Thank you. And God bless you all. Sein Besuch war vor allem einem Mann zu verdanken, John Hume, Präsident der nordirischen Sozialdemokraten und EU-Abgeordneter und unermüdlicher Werber für Investment. Der ökonomische Wiederaufbau unserer Gesellschaft ist zentral für den Friedensprozess. Wenigstens in diesem Punkt sind wir uns einig. Wir brauchen mehr ausländische Investitionen und müssen unsere Produkte besser vermarkten. Dazu müssen wir alle unsere internationalen Kontakte nützen. Die amerikanische Textilfirma DuPont ist seit 30 Jahren der größte Arbeitgeber in Londonderry. Die amerikanische Fruit of the Loom produziert hier T-Shirts und Freizeitbekleidung. Amerikanische Investitionen sind in Londonderry allgegenwärtig. Auch das neueste Einkaufszentrum in der Innenstadt wurde von Amerikanern, natürlich irischer Abstammung, gebaut. 700 von weltweit 60.000 Mitarbeitern arbeiten in Londonderry für die amerikanische Firma Seagate. Seit 2 Jahren produziert sie hier kleinste Computerbestandteile. Auch Seagate hat Nordirland primär wegen der günstigen Investitionsbedingungen als europäischen Standort ausgewählt. Aber es gab einen weiteren Grund. Seagate realized very quickly that there existed in Northern Ireland Seagate hat sehr schnell feststellen können, dass hier ein großer Pool von sehr gut ausgebildeten jungen Leuten vorhanden ist, die nur auf einen Job warten. Seagate hat den Entscheid, nach Nordirland zu kommen, schon vor dem Waffenstillstand gefällt. Die Troubles spielten in den Überlegungen dieses weltweit operierenden Konzerns keine Rolle. Selbst ein allfälliger Anschluss an die Republik im Süden würde nichts ändern. Seagate ist hier aus strategischen Gründen, auch weil man hier zur EU gehört. Ob das Teil des Vereinigten Königreichs ist oder der Irischen Republik, ist streng genommen für die Pläne von Seagate in dieser Region nicht von Bedeutung. Werner Scheel gibt dazu Grundsätzliches zu bedenken. Die größte Bedeutung liegt wohl darin, dass Nordirland sehr stark subventioniert werden muss von dem Mutterland Großbritannien. Und es sind Hunderte von Millionen von Pfund pro Jahr, die in die nordirische Wirtschaft gepumpt werden, um eben das ganze Sozialgefüge aufrechtzuerhalten. Und es wäre rein rechnerisch sehr, sehr schwierig, Nordirland zu integrieren in eine gesamtirische Staatsordnung. Denn dann müsste die irische Zentralverwaltung in Dublin enorme Geldmengen aufbringen, die das Volksvermögen wahrscheinlich sehr stark übersteigen würden. Auf katholischer Seite sind denn auch längst nicht mehr alle für eine Wiedervereinigung mit der Republik. Was man auch hier in den Belfaster Docks in erster Linie braucht, ist Arbeit. Und eine Wirtschaft, die möglichst auf eigenen Beinen steht. Darüber sind sich alle Parteien mit Großbritannien einig. Ob wir wieder zu einem Waffenstillstand kommen oder nicht, wir müssen weiter daran arbeiten, die nordirische Wirtschaft unabhängig zu machen. Die Investitionen von Seiten des Vereinigten Königreichs waren gewaltig. Wir werden weitergehen auf diesem Weg zur ökonomischen Unabhängigkeit.